Der Hitler ist schlecht für Deutschland. Über 30 Attentatsversuche soll es gegen Adolf Hitler gegeben haben. Nur ganz wenige kamen so weit wie der Schreiner Georg Elser, der Münchner Bürgerbräukeller eine Bombe hochgehen ließ, die Hitler samt NS-Führungsriege um nur 13 Minuten verfehlte. Regisseur Oliver Hirschbiegel, der seinen Film Elsa erstmals auf der Berlinale vorstellte, wollte dem Mut des Mannes ein Denkmal setzen, der vergleichbar sei mit Edward Snowden heute. Das ist das Wunderbare an Georg Elser. Er war allein, ebenso wie Edward Snowden. Er handelt nicht aus Eigennutz. Er spürt seine feste Überzeugung, ein tiefes Bedürfnis, dem Unheil ein Ende zu setzen. Es geht um Freiheit, freie Meinungsäußerung, Bewegungsfreiheit, Individualität. All das sieht Elsa den Bach hinuntergehen. Der Film zeichnet ein sehr persönliches Porträt des Mannes, der wagte, aus Überzeugung Nein zu sagen. Überzeugend wird er dargestellt von Christian Friedel. The movie is a very good thing to look in another way. Dem Film gelingt es, Geschichte auf eine andere Weise nahezubringen. Ich bin eigentlich kein besonders politischer Mensch, aber ich habe gelernt, dass wir alle politisch sein können und eine Stimme haben, die zählt in unserem demokratischen System. Der Film zeigt den Mikrokosmos einer Kleinstadt, eines kleinen Dorfes. Das macht es einfach, sich einzufühlen, zu sehen, wie sich die Menschen verändern, wie sie sich verhalten und wie sich private Konflikte mit der politischen Gesamtsituation vermischen. Wir glauben Ihnen kein Wort. Was? Ein kleiner Handwerker wie Sie kann so eine Bombe unmöglich allein gebaut haben. Wer hat Ihnen die notwendigen Hilfsmittel beschafft? Zum letzten Mal, wer sind Ihre Hintermänner? Der Film kommt am 8. April auf die deutschsprachigen Leinwände. Gut, dann sag ich's halt. Bei uns im Dorf gibt's nur zwei Telefone. Der Churchill hat mich im Milchladen angerufen, weil im Rathaus wäre es eher schlecht gewesen. Der Churchill hat mich angerufen und gesagt, Elsa, bau eine Bombe und jag den Hitler für mich in die Luft. Wir alleine schaffen das nicht.